Die Nahostreise von US-Außenminister Antony Blinken ist ohne Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas zu Ende gegangen. Trotz Vermittlungen durch die USA, Ägypten und Katar steht ein Durchbruch weiterhin aus. Israel hat nach Angaben von Biden zwar jüngst den Vorschlag akzeptiert, die Hamas erklärte allerdings, dieser sei eine Umkehrung des Entwurfs, dem die Terroristen zuvor zugestimmt hatten. Streit gibt es insbesondere über die künftige militärische Präsenz Israels im Gazastreifen. Vor seinem Rückflug nach Washington sagte Biden, man werde in den nächsten Tagen alles für ein Abkommen und die Lösung der Geiselfrage tun. Deswegen schauen wir jetzt nach Tel Aviv. Gisela Dax ist mir zugeschaltet. Frau Dax, sind die Verhandlungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen damit geplatzt? Oder gibt es doch noch Hoffnung, die ja offenbar zumindest US-Außenminister Antony Blinken weiterhegt? Also im Augenblick ist die Rede davon, aber es ist noch unklar, ob es zustande kommen wird, also von einem Gipfel in Kairo, möglicherweise am Ende der Woche. Die Frage wird mir auch da wieder sein, es werden die Vermittler dabei sein, das heißt also dann Katar und die Ägypter, aber die Hamas nicht selber vor Ort. Wenn es dahin kommt, wird Israel auch eine Delegation wieder dorthin schicken. Aber im Augenblick ist sehr viel Nebel um die ganze Geschichte und eben Antony Blinken, also der US-Außenminister, der ja hier im Lande war und danach nach Doha weitergeflogen ist, der ist mittlerweile wieder zurückgekehrt. Jetzt muss man sehen, ob es tatsächlich noch einmal zu einem Versuch kommt gegen Ende der Woche. Also es geht ja auch viel um Details über, wer hat dann die Sicherheit. Der Philadelphia-Korridor ist da eine entscheidende Frage, denn Israel möchte da also weiter auch Soldaten lassen. Aber wie ist denn Ihr Gefühl? Was bekommen Sie für Informationen? Haben denn wirklich auch beide Seiten ein ernstes Interesse an einem solchen Deal? Ich meine, das ist dieser ganz große Nebel. Ich meine, auf der einen Seite hat man vor allem Diskussionen innerhalb Israels und da gibt es heftige Kritik an Netanyahu, also auch von Verhandlungsdelegierten, die sagen, er würde immer wieder neue Sachen vorbringen, was die Verhandlungen schwieriger macht. Dann kommt aber auch ein Abstreiten aus dem Amt des Premierministers, die sagen, das ist Fake News, das stimmt so nicht. Und letztendlich geht es vor allem auch um die andere Seite, die nicht einmal bei den Verhandlungen daran teilnimmt und das eben sehr viel für sich zu nutzen weiß, um zu sagen, ihr seht, die wollen ja nicht, wir würden ja gerne, was letztendlich auch tatsächlich viel Augenwischerei ist, denn Sinwar im Gazastreifen hat womöglich gar kein Interesse daran, an einem Abkommen. Denn wenn man zurückblickt auf den 7. Oktober, eines der Ziele war es tatsächlich damals, eine Situation zu schaffen, in der Israel von vielen Seiten aus kämpfen muss, angegriffen wird. Also eigentlich großes Chaos, wenn nicht ein regionaler Krieg. Und auf diesem Weg hin, ja, da kann eigentlich Sinwar im Augenblick zuschauen und sagen, das hat er eigentlich schon erreicht, auch wenn er selber möglicherweise das dann nicht mehr sehr lange erleben wird. Frau Dax, lassen Sie uns einmal noch kurz auch sprechen über die Lage im Norden Israels, denn es gibt ja weiterhin den Konflikt mit der Hisbollah. Entsprechenden Raketenbeschuss auf Israel gab es auch wieder. Vergeltungsschläge der israelischen Luftwaffe folgen. Wie würden Sie das einschätzen? Also ist das der Status quo, der einfach so bleibt? Oder fürchten Sie, dass es auch da zu einer weiteren Eskalation kommen könnte? Ja, ist vor allem, ich glaube, im Ausland ist man sich nicht so ganz bewusst, was Status quo heißt somit. Sie haben schon recht, es ist kein ausgewachsener, heftiger, großer Krieg, aber der bisherige Krieg ist eigentlich schon schlimm genug. Also allein heute Morgen sind 50 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Also es war ein sehr heftiger Beschuss und Schulen sollen am 1. September normalerweise in Israel beginnen. Und da stellt sich jetzt auch überhaupt die Frage, auch für die Menschen, die noch außerhalb der bisher evakuierten Zonen leben, können die da bleiben? Wie weit wird sich die Reichweite der Raketen noch erweitern? Es ist so viel Ungewissheit da und so viel Unsicherheit auch bei den Menschen. Hinzu kommt, ja, gestern wurden 6 Geiseln tot geborgen. Also auch da ist die Dringlichkeit sehr groß. Also man ist in einer Phase der wirklichen Verunsicherung. Und die Hoffnung wäre es bei einem wie immer gearteten Deal, über den nochmal also innenpolitisch und auch sicherheitspolitisch durchaus da gestritten wird, dass da zumindest dann auch noch eine Tür aufgestoßen würde, das Verhältnis mit dem Norden wenigstens ein bisschen stärker zu klären, weil da ohne ein Abkommen, das aber dann auch mit anderen Kräften gemacht werden muss, sieht es sehr düster aus. Der Wunsch nach einem Deal, nach einer Waffenruhe in Israel ist also weiterhin sehr groß. Frau Dax, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Analyse.
Danke auch.